So, wenn du immer noch das im Unterdeck macht. Ich würde sagen, sonst gehen wir mal weiter. Und gehen wir mal zum ersten Punkt. Wo gehen wir zuerst hin? Irgendwie erst ins Eisgebiet, mal nachfragen, was die überhaupt wollen dort? Nee, ich weiß so ungefähr auswendig. Ja, ich nicht. Ja. Aber trotzdem müssen wir ja das mal irgendwie freischalten. Da ist der Fisch gegen das andere Fleisch. Kannst du Fisch nehmen? Du meinst gegen das Rumsteak? Immer eins genommen. Kannst du Fisch nehmen dafür, ja. Ja, kein Fisch. Weil mehr als drei kann ich eh nicht essen. Mit dem. Ich finde es eh immer praktisch, wenn du verschiedene Buffs hast. Na, mir, der Lieblingsbuff ist immer noch das. Der Erdbeer-Muffin. Ja schon, aber den kannst du jetzt nicht so schnell am Grill kochen. Na, den kannst du überhaupt nicht machen, weil du musst das erste Missionen machen oder bestellen. Eben sag ich, du kannst den nicht schnell so auf den Grill machen. Und selbst mit Erdbeeren bräuchtest du eine Küche. Aber, ja. Beides haben wir im Moment gerade nicht. Aber da wir jetzt mal die Grundausrüstung so ein bisschen haben, würde ich sagen, können wir ja mal losgehen, oder? Ja. Ich habe so viel Knochen schon einsteckt, das ist ein Wahnsinn. Musst du Knochenpfeile machen? Na, da bin ich auch gute Pfeile. Aber keine Knochen. Ich heb dir auf. Für Knochen. Nein, ja, wir werden die sicher noch für irgendwas brauchen können. Ich garantiert. Schild nehmen wir auch mit. Das können wir das Feuer löschen. Ja, diesmal müssen wir nicht so hoch bauen. Nur Tier 2. Du musst das Feuer ausmachen, es läuft da rein. Weil das Schild weg ist. Kohle lass mal liegen. Habe ich jetzt auch liegen gelassen, die haben wir so schnell zusammen wieder. Das braucht nur sehr viel Gewicht und Verstopfplatz. Hey, wir gehen halt. Ja. Wo geht's lang? Ich würde sagen, gehen wir zuerst ins Eisgebiet. Ja. Und schalten das mal frei. Dann wissen wir mal konkret, was die wollen und die Anzahl. Dann nehmen wir Holz mit noch. Schlecht gerüstet. Ich kann nicht mehr sprechen. Schlecht gerüstet sind wir ja gerade nicht. Auch wenn unser Leben nicht gerade überragend ist, aber. Aber ich würde deinen Freund mal hier lassen. Wie kann ich einsperren? Weil aber dann wird er sterben, wenn ich ihn einsperre. Aber ich kann ihn in der Höhle können einsperren dann. Ja, aber wir gehen ja eh nochmal hier durch. Also wirst du sicherlich ja noch einen finden. Wieso? Den habe ich lieb gewonnen. Irgendjemand hat seine Mutter getötet, ich weiß gar nicht, wer das war. Du meinst, du hast den Bambi-Effekt? Ja. Du hast die Mutter getötet und dann schaust dich ganz böse an und ganz traurig an. Und so auf der Art. Steine. Ich finde das eh immer blöd, dass man da irgendwie die Mutter vom Moa und so weiter immer töten muss, weil die einem angreift. Absolut sinnlos. Ich meine, dass die Mutter das Kind verteidigt, okay, kann ich nachvollziehen. Ist auch die greifen immer auch an, wenn du sie nicht angreifst. Genau, die greifen auch an, einfach nur so, oder? Es ist halt da Lust am Angreifen.
gehst hin, da müssen wir rauf zur Höhle. Oder willst du gleich da reingehen? Mir spielt es keine Rolle. Also ich würde sagen, so können wir auch hier rein, oder? Ja. Was gehört? Wie geht da rein? Was sagt der Wolf? Er sagt, der ist tot. Auch was? Aber zumindest hier gibt es hier keine Drachen und keine Knochen. In dem Spiel. Was Knochen? Ja, ich habe irgendwie angefangen, ein neues Spiel zu spielen. Also für mich ein neues Spiel. Für alle anderen ist es schon 12 Jahre alt oder so. Und da gibt es Drachen, die angreifen und dann hast du Drachenknochen, die rumliegen. Das hat mich gestern total genervt. So, das Pferd kommt wieder recht mit. Dort. Hätten wir doch am Moor nehmen sollen. Der war schneller gewesen. Bitte umtauschen. Du wärst dich ein guter Vater. Ja. Kind das erste Mal schreit. Dann gehen wir umtauschen. Ich will eines, dass was nicht wert. Was auf die Hand. Bist du schon reingegangen? Nein, ich bin da. Wo? Du rennst jetzt gerade in die Gegenrichtung. Wo genau bist du jetzt hin? Ja, ich weiß nicht, mit dir nach. Mir nach? Und ich hoffe, das Tier geht mir nach. Also wir sind schon mal im Eisgebiet. Ich habe jetzt gerade Standbild. Jeder vorlaufen, oder? Ja, was man nicht erlegen muss, das umgeht man, oder? Ich meine, wir haben einen Schlafsack und so weiter, wir haben schon Fleisch. Hütte haben wir auch mit. Genau. Also ich denke nicht, dass wir jetzt den Konflikt suchen wollen. Muss man ein Pferd? Da. Das braucht voll lang. Ich habe ja gesagt, das ist gut. Das braucht aber wirklich lang. Ich brauche nicht einmal auf die Ausdauer achten derzeit mit dem Anzug. Muss auf Pferd achten. Kann ich nicht mehr springen, weil das bringt gar nichts, wenn dann verlierst in der Kurve. Ja gut, ich finde es nicht schlecht, dass du nicht so schnell kannst, weil sonst rennst du mir immer davon. Ich bin heute elektrisch mit dem Messer und blutig mit den Pfeilen, brennend mit den Pfeilen. Ist eine Höhle, oder? Ja, irgendwo muss eine sein. Ah nein, das ist keine Höhle. Ah, um die Kurve, glaube ich, eine. Ich hatte es auch so im Kopf, dass irgendwo eine ist. Kannst du die nicht da rein tun? Wer willst du wieder da vorbeigehen? Ich warte mal, bis er kommt. Wenn er kommt. Wir können mal schlafen gehen in der Höhle. Ja, wäre nicht schlecht, weil es wird sicher relativ schnell dunkel werden. Und sicher bevor, dass wir dort sind. Ja, du machst eine schwebende Hütte. Boah, wieso? Weil die circa so 20 cm über dem Boden ist. Nee. Das täuscht.
Routinemäßig ist die. Sehen Sie das mal, blöde Pferd jetzt. Wurde gefressen vom Eisbär. Na, vom Wolf oder was? Wolf, keine. Ja, doch. Ja, doch, Wolf. Irgendwas knurrt. Na, Wolf. Also hört sich das. Warum ist da nicht das Pferd? Er lebt noch. Ich weiß da nicht, wo sie ist. So lauter Wölfe wird es wahrscheinlich nicht beleben, wenn es nicht da ist. Viel mehr Kürbis gefunden. Ja, das habe ich vorhin gesucht, Kürbis, aber ich habe es hab nicht ich schon. Gefunden. Legt dort alle die Samen im Feuer. So da, Vulkan. Was hast du da ausgemacht? Weil ich für eine Tür Holz brauche. Ich habe eine Tür. Ich habe es noch nicht da hingestellt. Ja. Weil ich Pferd gesucht habe, weil ich mir gedacht habe, ist glaube ich, wird es Zeit, dass ich nachschaue, wenn es nicht auftaucht. Dann können wir wieder alles mitnehmen, weil das Pferd eh nicht kommt. Ja, vielleicht treffen wir es noch an und wenn nicht, dann. Das ist tot. Die warten wieder nicht kaputt. Bei der Kürbis ist ja drinnen lassen, wenn ich es. Ja, drei. Yeah. Kein Platz mehr. Weggeschmissen. Weggeschmissen. Fisch. Fleisch. Ist. Hm. 10 Sekunden, 4, 3, 2, fertig, passt schon. Hans 1.0 Pferd tot. Mel bist schuld, wenn wir das Eisgebiet geben müssen, gleich am Anfang. Ja, haben wir es erledigt, weil sonst müssen wir ja trotzdem noch gehen. Also. Da haben wir Kartoffeln. Brauchen wir Kartoffeln? Mit Jeppers Bay kann man machen, auch. Ja, das schon, aber. Samen braucht man nehmen. Ich weiß nicht, ob wir Kartoffeln brauchen, ich glaube nicht für die Mission. Na, aber. Aber sonst ist es nicht schlecht, das. Tomaten können wir dann auch mitnehmen noch. Aber wir sind zumindest mal irgendwie unterwegs, das ist ja schon mal etwas. Ja, ich bin nicht voll schnell unterwegs. Ist das? Ich sehe dich fast nicht mehr. Ein kleiner Punkt. Da ist eine Blume. Da oben ist eine Blume, da irgendwo. Ich höre dich im Hintergrund, meine Stimme. Stream, oder? Was hörst du im Hintergrund? Deine Stimme von Stream, glaube ich. Meine Stimme von Stream. Du meinst, du bist zu laut? Ja. Oder wie?
der Ton vom Stream ist, habe ich gehört sogar. Immer zwischen die Bäume ist da irgendwo eine Blume dran. Muss mal schnell schauen, ein bisschen leiser machen. Aber ist keine da. Was da? Was da? Ne? Ich habe einen Wolf gefunden, aber. Du lässt mich hier ganz alleine mit Schneeleoparden. Ich nehme eher Wolf mit, das wisst du. Da rät dir nach nicht mehr. Oh, ja, super. Ein Doppelpack. Kannst das haben, wie wir keinen Platz mehr. Hier gefunden. Habe ich auch noch nie gemacht mit das hier. Ja, ich habe es aber auf Doppelwelt gemacht für die Statue und für das Glitzerding, dass du was rauskriegst. Aber jetzt kriegst du schon mehr raus beimal. Früher hast du eines gekriegt, jetzt kriegst du schon 6 oder 9 Stück habe ich beimal rausgekriegt. Ich habe so den Eindruck, die haben das sehr viel einfacher gemacht. Ja, seit, aber ich weiß nicht, ob du in der Open Welt jetzt die Kristalle rauskriegst oder schon das Erz. Da bin mir nicht so sicher. Wer. Also da ist doch dein... Ja, ist okay, hat's überlebt. Hat mich gefunden. Gut gemacht, Hans. Hast mich nicht enttäuscht. Witzig. Wie auch immer man das sehen will. Ja, er hat durchgehalten. Ja. Ja, vielleicht war er irgendwo in der Ecke, wo er nicht weiter konnte, erst wenn wir da gelaufen sind, hat er erst weiterlaufen können. Er wurde aber vermutlich geportet. Aber er ist noch nicht gezähmt und verhungert. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob die verhungert werden, solange sie nicht gezähmt sind. Aber man kann denen auch nichts geben, oder? Nee. Braucht das erst ein Bett und so. Ja. Ich bin gespannt, ob er es überlebt, bis er das erste Bett sieht. Aber ich habe gedacht, die sterben nicht mehr. Das war mal so, aber wenn sie so klein sind, es geht einfach deutlich länger, bis sie gezähmt sind. Aber ich glaube, das mit dem Zähmen funktioniert trotzdem. Das werden wir jetzt rausfinden. Also ich gedacht, die haben da mal was geändert. Im Ganzen. Ändert uns ständig was, aber was genau? Oder manchmal ist ein Bug so wie ein Buffoot, dass das ewig haltet. Ja, manchmal weiß man nicht, ob das eine bewusste Veränderung ist oder ob das irgendwie ungewollt war. Gehen wir da rüber. Da geht's runter. Komm runter. Mal schauen, ob wir auch so Probleme haben wie Ashburn und ich das letzte Mal. Das war jetzt die totale Katastrophe hier im Gebiet.
zerstört er das nicht. Das stört mich am meisten. Dass das ewig dauert. Die Platte liegt noch oben wahrscheinlich. Nein, habe ich auch. Das ist so darüber. Ja, wir sind ja gar nicht mehr so weit von der Kapsel entfernt. Das lassen wir mal stehen, weil dann müssen wir wieder vorbei. Das ist von darüber. Oder? Da ist schöner, da ist kürzer. Das fragst du nicht wirklich mich, oder? Nein, ich frag mich. Wolf tötet. Mhm. Wo habe ich den Schreien gehört? Ja, wenn wir hier runter müssen, oder? Dann ist natürlich ein Pferdchen in Gefahr. Ah, Pferd ist tot. Wer hat das Pferd schon bewiesen, dass er intelligent ist, dass er Weg findet? Meinst nicht so wie ich. Ne. Also ich finde ja keinen Weg. Wow. Du kannst runtergehen da. Ich warte runter. Ja, da hast du irgendwie so Schneeleoparden und Wölfe und so. Echt? Er hat dir eingeladen. Gute Frage, nächste Frage. Pferde schicke ich dir. Ja, gut, mit den Steinpfeilen, oder? Na, mit den Knochenpfeilen habe ich gemacht. Aber. Hast du Rampen mit? Nein. Okay.